die Folge und willkommen zurück zu Roots of Pasha. Hoppi, steht auf, wir haben eine Idee. Ganz viele Ideen. Obsidian sicher abgeschlossen. Heute findet ein Rennen statt. Inza hat eine Idee. Tetti. Da, heute nicht zu Besuch. Also. Dann gehen wir mal schauen. Zu unseren Tieren. Ein weißes Schwein. Ich möchte ihn. Nein. Komm da nicht durch. Nein. Kreiter. Ganzen Steine. Fermentiert der wilde Tom. Nein. Ja, nicht da hin. Und die Fisch. Chancen für Ada zu finden ist einfach. Sie haben alles so unverwechselbare Düfte. Zumindest ist das kein Schrott. Ich habe versucht, meinem Vater sein Lieblingsessen zu machen, aber ich habe den Fisch anbrennen lassen. Es war trotzdem froh, dass ich es versucht habe.
Es ist okay, danke. Mein liebes Kind, du hast deine Großmutter sehr glücklich gemacht. Die jungen Leute sind alle unterwegs und haben Spaß. Das solltest du auch. Es ist ein toller Tag zum Rennen. Was würdest du gerne tun? Ja. Rennen starten. Ja, probieren. Ja, zwei. Neue Rauchzeichen, lies das Tagebuch. Zweiter Platz im mittleres Tal. Herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Rennen geliefert. Anerkennung der Rennliga. Dieser Ring markiert den Beginn deiner Rennkarriere. Viel Spaß! Die Tiere auf den Feldern sind ein bisschen scheu. Sonst würden hier noch mehr Jungtiere herumlaufen. Vielleicht können wir ihnen ein kleines Haus bauen. Vielleicht wollen sie etwas Privatsphäre.
An ihrer Stelle hätte ich das auch gerne. Als Feuerstein. Wir können später darüber reden. Schon fast keine Energie mehr. Juck und Ivona behaupten, dass sie nur Freunde sind. Ich hatte mal einen einfachen Freund. Ehe ich mich versah, hatte ich eine Tochter. Forscher, das wird eine hübsche Behausung. Und was könnte sie in Stimmung bringen? Mögen Tiere Kerzen? Ideen. Hetty hat begonnen, an dieser Idee zu arbeiten. Alle Fälle. Sie jagen und sichern Füße. Atta sah ein bisschen traurig aus, also gab ich ihr eine Erdbeere. Das muntert sie richtig auf. Ist zu Hause. Gerald ist sehr ehrgeizig, aber das bin ich auch. Wir sollten einen Wettbewerb veranstalten, um zu konkurrieren. Gerald spielt im Sommer sicherlich viel Musik. Hier ist ein neues Werkzeug. Da ich es hergestellt habe, wird es viele Jahre halten. Na warte. Kann ich noch was bauen? Oh Gott, hier ist mein Geburtstag noch schöner geworden. Dank dir ist mein Geburtstag. Oh, was für ein tolles Geschenk. Nice. Wir können später darüber reden. Ein größerer Kochtopf. Kochfeuer ist nicht immer besser, egal wie sehr Jack auch anderer Meinung ist. Anna erinnert mich an meine Jugend. Sie wird so wild und sorglos. Alle gesund zu halten ist anstrengend, aber lohnend. Thank you.
Und ist dir schon einmal aufgefallen, dass sogar Babys zur Musik tanzen? Heile Petersilie. Ich wünschte, Dari würde sich aus meinen Angelegenheiten heraushalten. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Mein Vater hat mir gebeten, etwas zu hemmen, aber ich habe ihm gesagt, dass ich das nicht kann. Meine Hände sind zu schön, um schwierig zu werden. Ich verstehe, warum Brer nicht jagt, aber es gibt keinen Grund, warum Nock es nicht wenigstens versucht. Oh hi, ich hatte gehofft, dich zu sehen. Das ist Anda, der Mograni-Hüter. Schön, dich kennenzulernen. Avery, warum hast du Vala nicht zu ihrem Unterricht zurückgebracht? Du magst jetzt der Hüter sein, aber ich bin immer noch dein Lehrer. Es tut mir leid. Sieh, ich sagte, ich sei beschäftigt. Beschäftigt? Beschäftigt. Mograni durchqueren Eis und Schnee, nur um zu lernen, wie ich ein heilendes Feuer mache. Aber du kannst dich nicht auf dem Weg nach Hause machen. Zeda wird sehr enttäuscht sein. Es tut mir leid, Hüter. Es ist nur... Mein Freund ist hier. Du kannst nicht ständig deine Stunden schwänzen. Du darfst sie auch nicht ausfallen lassen. Ja, Hüter. Besuche deinen Gast, aber ich erwarte dich bei der nächsten Stunde. Es tut mir leid, dass du das sehen musstest und dass ich dich als Ausrede benutzt habe. Ich war noch klein, als wir uns den Mograni anschlossen. Sobald sie meine Augen sahen, nahmen sie an, dass ich von Kuro auserwählt worden war, ein großer Hüter zu sein. Zeda hat alles riskiert, um sicherzustellen, dass Tauk und ich ein gutes Leben haben. Ich will sie einfach nicht enttäuschen. Ich habe keine Lust, ein Hüter zu sein. Ich verbringe meine Zeit lieber damit, Dinge zu machen und Freunde finden. Ich bin schweinsig wieder weg.
weiß nicht, wie sie zu Klett wurde so spät. Aber... Zu wissen, dass die Sonne morgen wieder aufgeht, wird gibt mir Kraft, wenn ich sie am meisten brauche. Jackie bekommt heute Abend extra Leckerlis, das war ein tolles Rennen. Nochmals vielen Dank, dass du mir geholfen hast, aus der Hüterlektion herauszukommen. Ich weiß das zu schätzen. Danke. Eine Idee. Erbsen. Gezähmtes Tierstrauß. Du bist auch ein Weibchen. Schauen wir mal. Nein, Fisch, du hast Druskus entdeckt. Gerade rüber. So lieber. Chile Samen.
Kann ich austeilen. Yeah. Du bist ein Weib.